Meine lieben Widder, herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading auf euren Wunschpartner zum Thema Liebe im März 2024. Wir wollen mal schauen, was tut sich bei euch in der Liebe so, was tut sich mit eurem Wunschpartner, was geht da im März so vor sich. Da bin ich ganz gespannt und ihr sicher auch schon. Bitte bedenkt, ihr wisst, allgemeines Reading aus den Kollektivenergien kann nicht für jeden von euch zu 100% stimmig passen, aber ich bin ganz sicher, dass die ein oder andere Botschaft, wenn nicht sogar das ganze Reading für euch stimmig ist. Weiter allgemeines Reading. Personenkarten sind geschlechterneutral. Bitte dreht es euch so hin, dass es für euch passend und stimmig ist. Ja, wie immer möchte ich als erstes einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen, was die mir so erzählen möchten, was für euch wichtig ist, wo ihr vielleicht auch mal hinschauen solltet. Und dann gehen wir weiter mit den Feenreich. Tarotkarten werden 5 Hauptenergien erfragen und diese mit dem Licht- und Schattentarot ganz genau beleuchten. Und andere Orakelkarten kommen bei mir auch immer noch zum Einsatz. Aber jetzt habe ich lang genug geredet. Jetzt geht es um euch, ganz speziell zum Thema Liebe, was ich da sehen darf. Hätte gerne 3 Energien aus eurem Herz, aus eurer Seele, was euer Herzlein mir denn so erzählen möchte, was für euch wichtig ist. Und da hätte ich gerne noch 2 Botschaften. Und die eine noch. Was ist für euch wichtig? Was soll gehört werden? Jawohl, da ist sie. So. Du bist einzigartig. Lebe verrückt, lebe mutig und lebe dein Sein. Ist das nicht schön? Ich spüre so, dass bei einigen von euch das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen vielleicht so ein bisschen im Keller ist durch Ereignisse und euer Herz möchte euch einfach sagen, hey, du bist wunderschön, du bist einzigartig. Lebe, wie du es dir wünschst. Verbieg dich nicht für andere, pass dich nicht an, denn angepasst sein ist der innere Tod, sage ich immer wieder. Man wird unglücklich, wenn man sich anpasst, wenn man nicht so ist, wie man ist. Dann stirbt in einem selber immer ein kleines Stück ab, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann ist man extrem traurig, weiß vielleicht gar nicht warum. Und das liegt ganz einfach daran, weil man nicht man selbst sein kann, darf oder möchte. Also, ganz wichtig für euch im März, seid authentisch, lebt verrückt. Wenn ihr auf irgendwas Lust habt, wo ihr im ersten Moment denkt, boah, das kann ich doch jetzt nicht machen. Doch, mach's doch. Wenn du Freude dran hast, wenn es dich glücklich macht, was hält dich auf? Ja, passt sehr schön zu dem, was ich gerade gesagt habe. Beschütze, was du liebst. Das ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Und das beziehe ich auf dich. Du hast dich auch zu schützen, ja, vor Menschen, die dir nicht dienlich sind, vor Menschen, die dich vielleicht ausnutzen oder die dich nicht so leben lassen möchten, wie du es gerne tun würdest, ja, die immer Ansprüche an dich stellen, nichts geben, denen du nichts recht machen kannst, bei denen du immer das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein. Vor diesen Menschen hast du dich zu schützen. Und wenn du auch mal ganz klar sagst, Ende Gelände, so mache ich nicht weiter. Ja? Wow. Erfolg und Glück und Fülle fließen zu dir. Genieße und feiere das Leben. Also das ist die Botschaft. Im März geht für euch tatsächlich etwas. Und ich denke mal, ja, wenn die ersten Glücksmomente so im März bei dir eintreffen, wird das mit dem Erkennen, dass du einzigartig und wundervoll bist, ja, auch richtig zum Laufen kommen. Aber jetzt geht es weiter. Wir schauen mit den Feen-Tarot-Karten einmal,
was denn so die Hauptenergien sind zum Thema Liebe und Wunschpartner im März für euch. Da hätte ich gerne, huch, wie kommst du denn da rein? Da hätte ich gerne 5 Energien. 5 Botschaften für den Monat März. So, 2 haben wir schon, noch 3 bitte. 3 klare Botschaften, 3 klare Energien. Das waren zu viele. Hey, ganz schön sprunghaft bei euch hier. Da möchte so viel erzählt werden, habe ich das Gefühl. Die wollte auch noch. So, jetzt kann es losgehen. Die 10 des Winters, eine Auflösung von Schwierigkeiten, sagt die euch voraus, ja? Eine Last, die euch von den Schultern genommen wird. Beenden einer Sucht oder einer Mini-Abhängigkeit. Ja, hier, beschütze dich selbst. Wo fühlst du dich vielleicht ein Stück weit abhängig oder gefangen? Das ist die Frage, die du dir jetzt gerade stellen solltest. Aber die Karte sagt dir ja, dass genau dieser Zustand aufgelöst wird. Aber oft ist es auch so, dass man etwas erst einmal erkennen muss, ja, um eine Lösung zu finden oder damit es aufgelöst werden kann. Manchmal ist man in so Verstrickungen im Leben, merkt gar nicht, dass man da in einer gewissen Abhängigkeit ist oder sich auch ein Stück weit gefangen fühlt. Die 4 des Herbstes. Ja, ist eher eigentlich so eine Finanzkarte, aber wir sind ja im Liebesorakel und die Karte sagt dir, achte darauf, dass du nicht nur gibst, sondern auch erhältst. Also das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herstellen ist für dich ganz wichtig. Hat sicher auch was mit der Auflösung von Schwierigkeiten zu tun. Oh, und die Sonne, meine Lieben, hier ist Glück, Erfülle. Ein Wort gewonnen. Glück, Erfolg und Fülle. Und hier kommt die Sonne. Die Sonne ist die absolute Ja-Karte, die Wachstumskarte, die Erfolgs- und Glückskarte im Lennemond-Deck. Mein Gott, da bin ich echt gespannt. Und der Mond. Angst und Sorgen loslassen, sagt dir der Mond, ne? Sich in der Illusion verstricken, etwas nicht machen zu können, ist auch so eine Botschaft. Sich zu viele Sorgen machen, ja, seine Träume, seine Wünsche vielleicht auch immer so ein Stück weit unter den Scheffel stellen, weil man Angst hat, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Man traut sich vielleicht gar nicht mehr zu träumen, aus Angst, ja, ich werde enttäuscht. Ihr wisst, wenn der Mond fällt, beziehungsweise diejenigen von euch, die meine Videos schon oft angeschaut haben, wissen, wenn der Mond fällt, da im Licht- und Schattentarot, der Mond so eine kleine Meerjungfrau hat, kommt bei mir immer das Meerjungfrauen-Orakel zum Einsatz, um den Mond hier nochmal zu verdeutlichen, was der für euch ja eine Bedeutung hat, beziehungsweise was die Karte euch mitteilen möchte. Ich hätte gern 2 Energien auf den Mond. Ups, das ging aber flott. So, ich finde sie wunderschön, schaut es euch an. Empfänglichkeit, erlaube dir zu nehmen und zu geben. Was war gerade die Karte hier mit 4 des Herbstes? Ist das nicht unglaublich? Die hat euch gesagt, den Ausgleich finden zwischen geben und nehmen. Und dieses Orakel sagt dir jetzt, erlaube dir zu nehmen und zu geben. Also erlaube dir zu nehmen heißt auch, scheue dich nicht einmal zu sagen, ich möchte. Ich möchte, dass du jetzt das und das für mich machst. Ja. Und Schwesternschaft, Freundschaft, Verbündete, Seelen, die zueinander passen, Loyalität, Freude und Entzückung. Also, eure Träume, eure Wünsche, meine Lieben, ja? Geht sie nicht nur an. Sagt sie ganz klar, sprecht sie ganz klar aus, ja, sagt, das möchte ich, Ende. Das ist jetzt mein Weg, das ist jetzt mein Traum. Und egal, was du dazu für eine Meinung hast, mein Leben,
ich möchte das jetzt angehen. Und hier steht ja die Freude, die Entzückung. Vielleicht hast du auch Freunde um dich herum, die dir ganz bereitwillig helfen werden. Vielleicht solltest du sie mal bitten, dir zu helfen. Und die innere Kraft, genau. Genau die innere Kraft, die du vielleicht benötigst, deine Wünsche anzugehen. Ja? Die innere Kraft ist eine Herausforderung meistern, ja. Aber sie sagt auch so die Macht von Freundlichkeit und Vergebung. Manchmal braucht man auch eine innere Kraft, jemanden zu vergeben, ja. Man braucht eine innere Kraft, manchmal zu lächeln, obwohl man dem Gegenüber gerne eine zentrieren würde. Aber man weiß genau, das wäre nicht der richtige Weg. Also lächle ich und denk mir meinen Teil, ja. Die innere Kraft ist, schaut euch das an. Die Kraft eines Löwen und die liebevolle Art eines Lämmchen. Also die richtige Mischung finden, wenn du etwas umsetzen möchtest für dich. Ruhig mal brüllen, ja, aber auch zart und freundlich sein. Das ist so, ja, den Ausgleich finden zwischen deiner inneren Kraft. So, jetzt schauen wir mit dem Licht- und Schattentarot erst einmal auf die Auflösung der Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten hast du denn noch in dir? Was soll da aufgelöst werden? Da haben sich noch Lennemore-Karten zwischen den Tarotkarten versteckt. Passiert manchmal, wenn ich zusammenräume hier. So, welche Schwierigkeiten lösen sich auf? Eine noch bitte. Okay, da sind mehrere. Vier Karten haben wir. Deine Träume, deine Wünsche. Der Hierophant weiß, wie er es angehen soll. Schaut euch das Gesicht an, ja? Der strahlt, der lächelt. Der hat jetzt die Erkenntnis gewonnen. Das ist mein Weg. Den möchte ich gehen. Da oben ist der Stern, meine Wunscherfüllung. Und mit dem Rosa ist da auch noch Liebe im Spiel, ja? Der hat jetzt einfach die Erkenntnis bekommen, wie er weitergehen möchte. Und das wird er auch tun. Und das ist genau eure Energie. Ihr kommt in eurer Mitte an. Ihr werdet die Kraft finden und die Stärke, diese Treppen zu erklimmen, um euren Wunsch zu erfüllen. Ihr werdet nicht mehr in der Abwarteposition hängen. Nein, ihr werdet auf euren Traum zumarschieren. Ihr werdet das Alte hinter euch lassen. Der Tod und der Neubeginn. Der Tod oder die Wiedergeburt heißt, ich lasse etwas zurück, was mir nicht mehr dienlich ist. Das ist der rote Umhang vom Tod. Und schaut her, hier im Gesicht ist der Abendstern. Der Abendstern, der euch leitet, der euch den neuen Weg zeigt. Ich mag diese Karte unglaublich, denn es ist eine kraftvolle Karte. Das zeigt einfach an, ihr seid jetzt in der Energie, mit Altem abzuschließen und nach vorne zu schauen. Ja, da war vielleicht ein Mensch in eurem Leben oder ist noch, der euch manipuliert. Ja, der immer nur nimmt, der euch so zuckersüß anlächelt und so Honig ums Maul schmiert, dass ihr alles für ihn machen würdet. Dieser Mensch hat Charisma, ja? Der Herrscher hat Charisma. Der sagt euch ganz genau, was er will. Und ihr habt immer so das Gefühl, ihr macht das aus freiwilligen Stücken. Ihr macht es gerne. Dieser Mensch hat euch manipuliert. Der hat euch Honig ums Maul geschmiert. Der hat euch, ja, benutzt. Und das ganz bewusst. Denn die Herrscherenergie weiß, was sie macht. Kein Versehen gewesen, nein. Pure Absicht. Mag vielleicht schon länger zurückliegen. Bei einigen ist es gerade der Fall. Aber davon, von dieser Energie, ja, hier. Beschütze, was du liebst, beschütze dich selbst. Das ist keine ehrliche Energie. Das ist kein ehrlicher Mensch. Der tut das nicht aus Liebe. Der macht es, weil er es möchte.
Aus dieser Energie müsst ihr euch befreien. Und das werdet ihr. Das werdet ihr nämlich erkennen. Hier. Ganz plötzlich kommt euch ja die Erkenntnis, der tut mir nicht gut. Ich muss da raus. Das ist nicht mein Weg. Vielleicht auch noch eine verflossene Liebe, an der ihr noch so zu kämpfen habt. Das Gleichgewicht. Ja, das Gleichgewicht finden ist nicht immer so easy. Zwischen Kopf, Herz, der Intuition, das, was man sich wünscht, wovon man träumt, das sind ganz schöne Aufgaben manchmal. Oh ja. Da hat es geknallt, ne? Oder es knallt jetzt, wenn ihr zu der Erkenntnis kommt. Aber ich habe eher so Gefühl, bei euch hat es geknallt. Ihr hattet die Erkenntnis schon. Ihr seid nur noch nicht weitergegangen, ja? Und da hat euch jemand das Herz buchstäblich aus der Brust gerissen, auf den Boden geworfen und ist auch noch darauf rumgetrampelt, ja? Ihr wart verzweifelt, unglaublich traurig und ja, wusstet nicht mehr ein noch aus. Aber das Schöne ist, und das habe ich euch ja gesagt mit dem Hierophanten auch, da habt ihr keinen Bock mehr drauf, ne? Ihr packt jetzt eure Koffer, ihr seht noch nicht wirklich glücklich aus, muss ich sagen. Aber ihr wollt jetzt in ruhige Gewässer fahren. Ihr wollt jetzt ankommen, ihr wollt dieses Gefühl abgeben. Und dafür findet ihr jetzt die Kraft. Und die Sonne wird scheinen, der Erfolg ist mit euch. Auch wenn ihr es vielleicht jetzt gerade im Moment noch nicht wirklich glauben könnt. Die Sonne, Wasser, ja, schaut her. Die 10 der Kelche, da kommt etwas auf euch zu, etwas Wunderschönes. Wenn ihr diese alte Geschichte loslasst, wenn ihr erkennt, dass es euch nicht gut tut, wenn ihr erkennt, dass ihr da feststeckt in alten Emotionen, die einfach nur wehtun, schützt dich selbst. Die Sonne ist die Erfolgskarte, die Glückskarte und darauf die 10 der Kelche, das bedeutet, da kommt Liebe auf euch zu, eine Liebe, die ihr vielleicht gar nicht erwartet hättet. Vertrauen, kuscheln, ja, das ist alles in dieser Karte drin. Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit. Das ist nämlich dein Wunsch, ne? Und jetzt schaut mal, jetzt ist der Stern auf die Sonne gefallen. Also der Erfolg in euren Wünschen. Der Mond hat gesagt, es ist Zeit, es anzugehen. Erfolg. Und hier ist dein Stern gefallen. Und das ist mega. Schaut euch das an. Das ist mit den 7 der Stäbe, das seid ihr später. Ihr, wenn ihr dieses Schiff bestiegen habt und in ruhige Gewässer fährt. Ihr sitzt hier absolut in eurer Mitte. Da unten sind noch Leute, die spießen so nach euch, ne? Die wollen euch so stupfen und ja, vielleicht auch wehtun. Vielleicht ist das auch dieser Herrscher, der noch versucht, dich irgendwie zu beeinflussen von deiner Yogamatte zu stoßen, aber du, das fichtet dich nicht mehr. Du denkst dir, weißt was? Kratz mich da, wo ich keine Nase habe. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Und du und ihr kommt nicht mehr an mich ran. Mega schön. Der Mond, eure Träume. Angst und Sorge loslassen, ne? Auch die Angst und Sorge loslassen. Manchmal ist es ja auch so, man weiß, der Mensch, der tut einem nicht gut und trotzdem hängt man an ihm, ja? Aber da kommt ja die Erkenntnis, dass euch das in der Liebe nicht weiterbringt. Im Gegenteil, es hindert euch. Und für die Singles ist es einfach so, solange ihr noch in diesen Gedanken hängt, oder auch für die, wo auf ein Gegenüber schauen, seid ihr nicht offen für etwas Neues? Wie soll denn da jemand in euer Leben kommen, wenn ihr diesen Kreislauf hier noch, ja,
immer und immer wiederholt. Eine Karte noch auf den Mond, bitte. Was darf ich zu dem Mond noch erzählen? Nichts mehr, gut. Ja, schaut mal. Und wieder ist die Kraft gefallen. Zweimal im Tarot die Kraft. Die wirst du brauchen, aber die wirst du in dir auch finden, weil du einen neuen Weg gehen möchtest. Hier siehst du wieder den Löwen und das Lämmlein und du hast das Herz am richtigen Fleck. Du willst jetzt in deine Wunscherfüllung, in deine Traumerfüllung kommen. Und das wirst du. Da kommt Liebe auf dich zu mit den 10 der Kelchen. Vielleicht siehst du ihn noch gar nicht. Ja? Aber er oder sie ist auf dem Weg zu dir. Und zwar genau so, wie du es dir wünschst. Nicht mehr diese manipulierenden, nicht dienlichen Energien, sondern eine reine. 10 der Kelche ist eine reine, schöne Energie. Und das sind die Freunde. Hier beim Mond, ist das nicht unglaublich? Ja? Beim Mond, als ich auf den Mond mit dem Meerjungfrau-Orakel gelegt habe, ist die Schwesternschaft gefallen. Seht ihr das? Die 3 Meerjungfrauen und hier jetzt die 3 Freundinnen. Du hast ein Umfeld, das hinter dir steht. Du hast Menschen, die dich lieben, die dich begleiten, die dir helfen, bei denen du dich auch mal auskotzen oder ausheulen kannst. Um wieder Kraft zu tanken. Dafür sind Freunde da. Freunde sind nicht nur dafür da, Spaß miteinander zu haben. Nein, sie sind auch dafür da, einen mal in den Arm zu nehmen und zu unterstützen. Und dafür muss man sich auf gar keinen Fall schämen oder schüchtern sein. So, jetzt haben wir nochmal die innere Kraft für euch. Und jetzt schauen wir, was da noch kommt. Oh, wie schön. Ja, die innere Kraft. Seht ihr das? Euch zu befreien. Ihr werdet jetzt die Kraft haben, diese Fesseln, die euch noch festhalten, ja, die euch daran hindern, weiterzugehen, die werdet ihr jetzt durchbrechen. Diese schlaflosen Nächte, dieses ewige Kopfkino, wenn ihr zur Ruhe kommen wollt, das werdet ihr beenden. Das ist die innere Kraft. Diesen Zustand zu verlassen. Hier, euch platzt die Birne, ja? Vielleicht habt ihr auch wegen etwas ein schlechtes Gewissen, ist manchmal auch die Karte dafür. Vielleicht fühlt ihr euch für etwas verantwortlich. Aber es ist Zeit loszulassen, ja? Hier, aufsteigen, loslassen, die Raben verscheuchen, die einen um den Schlaf bringen, die einen immer wieder irgendwas in die Birne hämmern. Denn jetzt kommt es zum Ausgleich. Hier war der Ausgleich, ne? Und da kommt er jetzt. Seht ihr? Geben und nehmen. Die Karte hat euch gesagt, du sollst jetzt darauf achten, dass du nicht nur gibst, sondern geben und nehmen. Und das kommt jetzt im März zum Laufen. Du wirst dich befreien, du wirst einen anderen Weg gehen. Da wird wunderschöne Liebe auf dich zukommen. Und es wird zum Ausgleich kommen. Und die Liebenden. Dazu bist du bereit. Diese Liebe wirst du erhalten. Aber zuvor musst du dich von diesem negativen Einfluss befreien. Dann bist du bereit, jemand dich wieder zu öffnen. Ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Angst und Sorge, wie die Karte gesagt hat, lass die Sorge los, der Mond, ja? Aber dazu musst du das in die Heilung bringen und wirklich die Koffer packen und in was Neues hineinfahren. Schauen wir mal, was die Lennemore-Karten noch dazu sagen. So die nächsten Schritte, ja? Ui, das sind gleich 2, da hätte ich gerne 4 Energien. Was sind so die nächsten Schritte? Was darf ich sehen? Was kommt auf sie zu? Noch 2 Energien hätte ich da gerne. Zwei Energien für das, was so
in den nächsten 2 Wochen zu laufen kommt oder passiert. Hoppala. Na komm. Ja, ein neuer Lebensabschnitt. Stabilität und Wachstum kommt jetzt. Das ist immer so ein Umbruch im Leben. Man erkennt etwas, schaut den Regenbogen an, ja. Man sieht den Regenbogen in seinem Leben wieder. Und was ist am Ende vom Regenbogen? Das weiß jeder. Hier, das. Glück und Fülle. Und das sind eure nächsten Schritte. In die Stabilität kommen und euer Leben so zu verändern, dass ihr glücklich seid, dass ihr bereit seid, diese Liebe anzunehmen. Das Glück. Und das ist auch, viele sagen kleines Glück. Für mich ist das kein kleines Glück. Schaut mal, der Klee, der blüht. Und wenn diese Pusteblumen ihren Samen versprühen, dann wird aus diesem kleinen Klee noch mehr Klee und noch mehr Klee und noch mehr Glück. Das ist ein Glück, das wachsen kann. Und das nach Rückzug und Verwirrung. Da geht's raus. Aus dieser Verwirrung, aus diesem Rückzug, aus diesem Kopfkino. Das hier ist das Kopfkino. Immer im Kreis sich drehen. Ja? Da geht es jetzt raus, hin zur Stabilität und zu Glück. Und das ist super, super schön, meine Lieben. Richtig, ja, macht mir richtig Freude, euch das. Ach komm, ich möchte noch 2 Energien. Wenn ich sie noch bekomme. Darf ich noch etwas erzählen, was noch Schönes passiert? Huch. Ja, da kommt die Bewegung rein. Da kommt die Bewegung rein. Der Reiter, der pirscht nach vorne. Der bringt Bewegung rein und zwar schnelle Bewegung. Das ist die Kraft, die 2-mal gefallen ist für euch. Ja? Ihr kommt jetzt im März in eine ganz andere Energie. Vielleicht auch dadurch, dass die Tage länger werden, dass die Vögel morgen singen, dass wir die Sonne wieder sehen. Vielleicht gibt die euch die Energie, die Sonne ist ja auch gefallen. Welche Energie begleitet euch denn im März? Das interessiert mich jetzt noch. Welche Energie ist bei euch, triggert euch an im Monat März? Da hätte ich gerne eine Botschaft, eine Energie für meine Widder im März. Oh. Oh, oh, oh. Wovon musst du dich befreien? Passt das nicht wie der Arsch auf den Eimer? Entschuldigt. Wovon musst du dich befreien? Ich formuliere es um. Wovon wirst du dich befreien? Befreien, denn du wirst dich befreien, um diese andere, neue Liebe leben zu können. Das ist super, super schön. Schauen wir mal, was die, die kleinen Herzorakelkarten noch zu euch zu sagen haben. Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Schaut euch die Karte an. Freiheit. Wovon musst du dich befreien? Freiheit. Und Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Eigentlich, ja. Und diese 3 Herzkarten, die ganze Botschaft von heute zusammenfassen. Mega, mega schön. Zum Abschluss, diejenigen von euch, die meine Tagesbotschaften verfolgen, die wissen, da kommt immer die kleine Weisheit aus der geistigen Welt noch. Und da hätte ich auch gern für euch eine kleine Weisheit. Was möchte euch die geistige Welt noch mit auf den Weg geben? Hinterfrage deine Perspektive. Weisheit bedeutet nicht, endlich die Wahrheit zu finden.
sondern die eigene Beschränktheit darüber, wie etwas zu sein hat. Loslassen. Wovon musst du dich befreien? Loslassen, Freiheit, etc. pp. Das ist eure Botschaft. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Ich hoffe, ihr spürt schon ein bisschen so das Kribbeln, die Energie, die Kraft, die in euch wächst, um den Schritt zu tun, in euer Glück, in eure Wunscherfüllung, in diese Liebe. Ja, teilt dieses Video gerne, wenn ihr jemanden habt, der auch wieder ist. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr in einer Situation steckt und einmal ein persönliches Reading wünscht, dürft ihr gerne unten in die Infobox klicken. Da ist meine WhatsApp-Nummer. Schreibt mich an, wir telefonieren, besprechen, was ich für euch tun darf, wie ich euch begleiten kann. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann drückt das Glöckchen, kostet euch keinen Cent und ihr verpasst mich nicht mehr. Ich stelle ja täglich etwas online. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch hier an diesem Tisch ganz bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin absolut glücklich, dass es euch gibt. Ihr seid alle einzigartig und wunderschöne Wesen. Ich wünsche euch jetzt einen traumhaften März mit ganz viel Licht, ganz viel Liebe und sende euch ganz viel Kraft, um euren Weg zu gehen und zu meistern. Bis dahin, alles Liebe von mir, eure Aurora.